stolpert die Spielvereinigung Bayreuth nach dem 0:4 Ausrutscher zuletzt gegen Rosenheim auch in Illertissen? Das ist die große Frage vor dieser Partie. Die Bayern Amateure drücken sicherlich den allerdings zuletzt strauchelnden FVI ganz in Blau die Daumen. Die Altstadt hat aber grundsätzlich alles selbst in der Hand und vertraut auf ihre Auswärtsstärke in dieser Saison. Allerdings zeigten die Föhlenstädter von Beginn an vor den 385 Zuschauern, dass sie keineswegs gewillt waren, hier irgendwas zu verschenken. Der Abschluss von Yannick Lessing nach schöner Vorlage von Tim Bergmüller allerdings zu harmlos. Bayreuth auch gleich auf Betriebstemperatur, aber wie hier bei diesem Freistoß von Nicolas Andermatt noch nicht so wahnsinnig gefährlich. Grundsätzlich war und blieb es sehr kampfbetont und körperlich robust. Auf die erste richtige Chance musste man allerdings bis zur 34. Minute warten. Da prüft Tim Dannhoff den wiedergenesenen Felix Thiel im Hausherrenkasten erstmals ernsthaft. Gleiches galt dann auch auf der anderen Seite für Sebastian Kolbe. Nach einer weiten Freistoßflanke kommt Gose und Sakai sehr frei zum Kopfball, aber Kolbe mit einem starken Reflex. Der Japaner dann quasi mit dem Halbzeitpfiff nochmals mit einer starken Aktion über rechts. Kugel wird abgefälscht und huscht drüber. Sehr ausgeglichene Partie hier in den ersten 45 Minuten. Aber nur 3 Minuten nach Wiederbeginn schien das Pendel zugunsten der Hausherren auszuschlagen. Denn da pfiff Schiri Dr. Markus Huber ein Foul von Dennis Lippert gegen Lukas Schmotzler, zeigte auf den Punkt und zückte gelb-rot gegen Lippert. Die Altstadt natürlich nicht glücklich mit dieser Entscheidung, half aber nichts. Nach längeren Diskussionen trat FAI-Kapitän Marius Wegmann an und scheiterte mit seinem allerdings auch sehr unplatzierten Versuch an Kolbe. Danach war richtig Hektik drin. Rund eine Viertelstunde lang wurde aufgrund von Fouls und Nicklichkeiten überhaupt kein Fußball gespielt. Dann allerdings dieser Freistoßkracher von Dannhoff aus zentraler Position. Thiel ist aber auf dem Posten und lässt sich nicht überraschen. Die Hausherren natürlich bemüht, eine Lücke im Bayreuther Abwehrbollwerk zu finden. Und in der 72. Minute ist es soweit. Ein Abschlag von Kolbe kommt postwendend zurück. Der eingewechselte Kai Luibrand ist durch und Felix Weber zieht die Notbremse. Bayreuth in den letzten 18 Minuten plus X, also nur noch zu 9. Aber trotzdem ließen sie nicht allzu viel zu. Hier rutscht mal eine Flanke durch zu Wegmann, sein Kopfball aber kein größeres Problem für Kolbe. Bayreuths Keeper wäre dann allerdings in der 81. Minute wohl machtlos gewesen. Alexander Kopf bringt die Kugel von der Strafraumgrenze Richtung Langes Eck, wo sie an den Pfosten klatscht. Und dann waren die Gäste tatsächlich auch nochmal vorne. Freistoß durch Tim Dannhoff und der ist drin. Unfassbar, die Spielvereinigung macht hier in doppelter Unterzahl das 1:0 in der 88. Minute. Und das war dann auch der Schuss ins Glück, denn Illertissen fand keine Antwort mehr. Das dürfte das Meisterstück der Altstadt gewesen sein. Ja, zunächst erstmal Glückwunsch an Bayreuth. Es war heute ein richtig packendes Spiel hier. Ein richtig packender Abend. Die beiden Mannschaften, die hier aufgetreten sind, haben ein richtig tolles Fußballspiel für die Zuschauer abgeliefert. Bei Mannschaft, ich bin stolz, wie sie heute aufgetreten ist, wie sie den Tabellenführer beherrscht hat, wie sie auch in der ersten Halbzeit schon die klare Chance hatte aufs 1:0. Und auch dann in der zweiten Halbzeit die gelb-rote Karte, beziehungsweise auch die rote Karte. Dann alles Entscheidungen, die man nachvollziehen kann, auch letztendlich erzwungen hat und dass wir uns dann selber nicht belohnen, weil wir unsere Torchancen dann eben liegen lassen. Das passt momentan noch ins Bild, aber wir werden es drehen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin mega sauer und ich bin kein Trainer, der auf irgendjemanden normalerweise schimpft. Aber was heute hier abging, mit zwei roten Karten gegen uns, mit einem Elfmeter, wo der Gegenspieler neben dem Schiedsrichter steht und sagt, es war kein Elfmeter und die pfeifen ihn trotzdem bodenlos. Großes Kompliment heute an meine Mannschaft, mit 8 Mann hier gegen so einen starken Gegner auswärts zu gewinnen. Das ist mega, mega, aber das andere geht so nicht. Bayreuth gibt eine mehr als passende Antwort auf das 0:4 gegen Rosenheim, revanchiert sich auch für das Toto-Pokal aus hier an gleicher Stelle und hat damit die Meisterschaft weiter fest im Blick.